Das Icarus-Evangelium von Tanja Carpenter. Nach der Beerdigung ihrer Mutter findet die Polizistin Katharine in ihren Hinterlassenschaften eine rätselhafte Silbermünze und einen Hinweis auf ihren leiblichen Vater, dem sie nie zuvor begegnet ist. Kurz entschlossen packt sie ihre Sachen und fliegt nach Australien. Auf ihrer Reise begegnet sie dem mysteriösen Cyril, der eine rätselhafte Mission verfolgt und in einer blutigen Nacht einen Mordanschlag auf Katharines Vater verübt. Sie entdecken ein uraltes Buch, das angeblich die wahre Geschichte der Geschehnisse im Alten Testament wiedergibt. Doch noch während sie lesen, werden sie von Agenten des Vatikan angegriffen und müssen fliehen. Wer war Judas Iskariot wirklich? Und gibt es tatsächlich einen Fluch, der all seine Nachkommen miteinander verbindet und zur Unsterblichkeit verdammt? Das Icarus-Evangelium von Tanja Carpenter. Ab Januar 2015 im Buxhaus Verlag als Taschenbuch und E-Book.